Ja, einen wunderschönen guten Tag auch. Hallo zusammen. Schön, dass ihr euch das Video anschaut. Ja, wir wollen heute ein bisschen mähen als kleine Let's Play-Folge, damit ihr auch seht, dass es auf der Lossberg auch weitergeht. Ich kam leider nicht früher dazu, irgendwas zu machen, weil ich ein bisschen, ja, K.O. war und allem drum und dran und ja. Deswegen, ich wollte heute anfangen zu mähen. Wir haben ja letztes Mal im Livestream die ganzen Tiere uns besorgt, die ganzen Gerätschaften uns besorgt, weil wir ja die Millionen gesammelt haben, sage ich jetzt mal. Das Gold lag ja sozusagen auf der Straße rum und wir haben es nur eingesammelt. Deswegen wollen wir jetzt einmal zum Mähen fahren, damit wir langsam auch anfangen können mit den Tierchen. So, dann fahren wir hier hin. Dann habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Das Wochenende, also heute der 9.12., morgen der 10.12. und Sonntag der 11.12. werden alle 3 Tage abends Livestreams sein. Heute Abend ist ein kleines Special, wozu ich euch alle her recht herzlich einlade. Die Zeit wird so zwischen 19 und 20 Uhr sein. Mehr verrate ich aber noch nicht. Also es ist ein bisschen kleines, ja, kleine Überraschung. So, ich muss da hinten. Da muss ich lang. So, also lasst euch überraschen, was euch da, sage ich jetzt mal, heute erwartet. Ja, toll, das war ja klar, dass ich hier wieder nicht rauskomme. Mann, 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 Mann. Ja, am Samstag werde ich wohl mal als Leiharbeiter ins Ausland gehen, beziehungsweise als Lohnarbeiter. Und am Sonntag wird die Thüringer kommen. Mit der Stammgruppe. So ist zumindest mein Plan. Ob das natürlich jetzt alles so hinhaut, das kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen. Ihr wisst ja, es kann immer noch was dazwischen kommen. Aber wir versuchen unser Bestes. Hier will ich jetzt mal Gras mähen. Dann klappen wir mal die ganzen Geschichten aus. Also freut euch drauf, es wird ordentlich was losgehen am Wochenende. Wir werden ja viel Spaß miteinander haben. So. Aber erstmal mähen wir jetzt hier die Fläche. Oh. Wird ein Riskant hier. So, wir machen erstmal ein Vorgewende. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal außen rumfahren. Und dann mal gucken, wie wir dann die Bahn nehmen. Din, 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 din. Zack, und hier ranmähen. Machen wir das einmal so. Zack. Kam ja keiner. Hatten ja Glück. Dann lassen wir hier an der Straße ein bisschen Platz. Vorsichtshalber. Kann ja immer mal was passieren. Das weiß man ja nie. Nee, so ist es ja halt. Das ist wie mit dem Licht. Mal brennt es und mal brennt es nicht. So, ich weiß jetzt nicht, was wir hier jetzt rauskriegen an Ertrag. Ich habe nichts gedüngt, gar nichts. Einfach mal überraschen lassen, würde ich mal sagen. Sehen wir ja dann, was da kommt. Und zur Not holen wir uns, obwohl wir könnten uns eigentlich auch die 32 gleich mitholen als Wiese. Dann haben wir ja auf jeden Fall nochmal was im Petto. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Die kaufen wir uns. Wir haben ja noch ein bisschen was von der Million. Und dann kaufen wir uns noch die Wiese 32. Dann haben wir die auch noch. Oh, danke schön, mein Schatzi, für den schönen Kaffee. Guck mal, so eine gute Frau habe ich heute. Mann, 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 Mann. Ja, zum Weiteren zu diesem Kanal. Ich möchte nicht alles auf Livestreams versuchen. Leider momentan nicht möglich, es anders irgendwie zu machen, weil ich wirklich zeitlich momentan ein bisschen, ja, nicht da bin. Ich versuche aber wirklich die Lossberg jetzt ein bisschen als Folgen zu machen, dass ihr da ein bisschen was habt. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich ja ein paar mehr Aufnahmen die nächsten Zeit und dann
kommt nach und nach immer was Schönes für euch hin. So, hier geht's dann weiter. Oh, schön der Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Was wird Gnomi bloß ohne seinen Kaffee tun? Und ohne seinen Glühwein? Ihr wisst ja, ein Glühwein, zwei Glühwein, drei Glühwein. Ja, und den Rest kennt ihr ja. Außerdem, sonst wenn ich weitermache, kommen die Männer mit den weißen Jacken gleich noch. Ja, heute Abend auf jeden Fall, schaltet ein. Es wird auf jeden Fall eine Premiere für, ja, für die Gäste sein. Also ich werde nicht alleine spielen, das kann ich so schon mal sagen. Aber alles andere lasst euch überraschen. Lasst euch mal wirklich überraschen und seht, was wir vorhaben. Und seht, wo wir es vorhaben. Das ist nämlich noch viel besser. So, ich glaube, ich fahre hier weiter runter und dann mache ich zwei, drei Spuren nur. Ist einfacher. Nehmen die und die 32 ist zwar nicht groß, aber sie liegt gleich nah dran. Das heißt, man hätte den gleichen Ertrag. Man hätte nicht weit zu fahren. Das ist natürlich das. Oh. Ja. So. Pump. Ja, der Fendt hier, der 724, ist ja von der Community ausgewählt. Im Livestream im letzten. Könnt ihr ja nochmal reinschauen, da seht ihr so ein bisschen die Entwicklung auch hier schon vom Hof. Würde mich freuen, wenn ihr da auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, einen Daumen da lasst. Und vielleicht auch mal wieder ein paar Kommentare. Also irgendwie sind die Kommentare so ein bisschen eingeschlafen, ist mir aufgefallen. Oder ist immer alles klar, was ich spiele? Das kann natürlich auch sein. Aber so wie ich eigentlich spiele, kann das ja eigentlich nicht klar sein. Die Spur hier. Und die Spur. Ja, sind da schon fast durch. Ist ja eine kleine Wiese nur. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die kleinen Wiesen mag ich lieber mähen als immer die großen. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde es irgendwie angenehmer, ja. Ja, wir müssen mal gucken, was wir nachher am Ballen rauskriegen. Dann werden wir mal schauen, beziehungsweise was wir denn hier im Schwatt haben insgesamt. Vielleicht holen wir noch den Lohnunternehmer, der uns noch ein paar Rundballen pressen soll mit seiner Rundballenpresse. Aber das weiß ich noch nicht. Hab mit dem Lohner zwar schon geschnackt, weil wir haben ja selber eine Quaderbeinpresse. Aber ja, ich habe mit ihm noch nicht gesprochen. So, denn, oh, da oben ist ja auch noch die 24, wäre auch eine Wiese. So, erstmal das ganze Gedöns aus. So, dann gucken wir mal einmal, wie viele Wiesen wir eigentlich insgesamt haben. Da. Wir haben da oben eine ganz große, die 12 und 13, aber das ist ja ein bisschen weiter Juckelei. Ach, wir haben ja hier am Hof, haben wir ja auch noch die 39 und die 38 als Wiese. Machen wir mal die Symbole rein. Was kostet die denn? Oh, wenigstens mal gucken. 108.000, wow. Aber die geht hier lang und dann glaube ich auch noch hier lang, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja nur so eine Erhöhung in der Mitte. Oh ja. Ich glaube, wir nehmen die Wiese 32. Ist jetzt mein Vorschlag.
kaufen. Zack, Geld ist weg. Lumi und das Geld. Das ist ja mal wieder, ja. Ihr kennt mich aber nicht anders. So, SRG und V. B, B. Und Abfahrt. Schmied mal den Hobel an. So, machen wir wieder. Oh, hier haben wir einen ganz schöner. Machen wir das mal so. Gucken wir mal, ne? Wie groß das Ding hier ist. Erstmal machen wir hier unten das kleine Stück. Das geht ja recht. Recht flotti. Flotti Karotti. Dass wir hier aber auch den maximalen, versuchen den maximalen Mehrwert rauszuholen. Ist natürlich auch nicht immer einfach. Ups. So. Dann habe ich noch eine kleine. Naja, was heißt eine kleine? Ja, eine Frage eigentlich an euch. Wie gefällt euch das eigentlich alles bei mir? Was wollt ihr am liebsten noch sehen? Reicht euch der Landwirtschaftssimulator oder wollt ihr vielleicht noch irgendwas anderes haben? Wollt ihr Tutorials sehen? Soll ich was erklären? Map-Vorstellungen oder all solche Sachen? Wäre mal nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet, damit ich einfach mal weiß, wie es geht. Also einfach mal sehen kann, ob es euch interessiert oder nicht. Ist einfach so mein persönliches Interesse oder wollt ihr das so, wie es jetzt ist, Livestreams und Let's Plays? Ich werde auch hier nochmal in die Videobeschreibung, wir haben ja so ein paar kleine Sachen jetzt drinne. Das ist einmal eine Steam-Gruppe, die ich erstellt habe heute. Dann haben wir ja den TS, die Dedi-Server. Den Dedi-Server, Entschuldigung. Der andere ist ja, da ist ja die Thüringer drauf. Da spielt ja die Stammgruppe drauf. Und das werde ich euch mal alles unten wieder in die Videobeschreibung reinhauen. Muss mal gucken, die wird sich auch ein bisschen ändern wohl wahrscheinlich. Aber da kam ich noch nicht zu mir, das richtig mal in Ruhe anzugucken, wie ich das jetzt alles vorhab und allem drum und dran. Aber ich glaube, das wird schon. Die meisten Leute wissen, wie sie mich finden. Ich schreibe auch gerne nochmal hier rein, wie mein Steam-Name ist, wie mein... Ja, mein Kanal kennt ihr ja, sonst würdet ihr ja nicht gucken. Wie der TS ist und all solche Sachen, also wie man mich erreichen kann. Ich habe jetzt mehrere verschiedene Sachen, wie man mich erreichen kann. Über YouTube kann man ja auch direkt schreiben und da kriegt ihr mich ja auch erreicht. So, fahren wir mal hier eine Spur lang noch. Oh, man verschluckt hier auch noch. Oh, da ist immer auch eine schöne Wiese hier. Und dann werden wir wohl die nächste Folge alles zettern. Dass wir das hier alles denn gezettert haben. Kleiner Spaß am Rande. Aber ihr wisst ja, so bin ich. Wenn ich nicht so wäre, wäre es langweilig. So, machen wir hier auch nochmal. Oh, da war ein kleiner Nachladebleck. Machen wir die Ecke hier auch nochmal mit. Zack. Die nehmen wir gleich komplett aus, weil sonst, ja, geht auch 100% sonst in die Hose. Ich kenne mich doch. Zack. So. Weg. Fahren wir nochmal hier runter. Und dann wird die Wiese auch fast fertig sein. Ja. Ich würde dann mal sagen, auf jeden Fall war es das für diese Folge. Also, wie gesagt, heute, den 9.12. ab 19 Uhr könnte ein Livestream kommen, oder kommt ein Livestream, zwischen 19 und 20 Uhr kommt heute ein Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid und ja, bis dahin würde ich sagen, ciao, schön, dass ihr da wart. Lasst ein Däumchen da.
Wer noch kein Abo dagelassen hat, lasst auch gerne ein Abo da und macht euch den Abo-Alert an, weil ihr wisst ja, der Gnomi hat keinen festen Plan. Der Gnomi macht, wenn er Lust hat. Also, ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.